Jo, moin, ihr Flügt und heute, liebe Landratten und Rädchen da draußen, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey. Und los geht's. Fühlt sich an wie der Anfang der letzten, nee, das Ende der letzten Folge so ein bisschen hier. Nochmal ein Sprung in die Tiefe und noch einmal davon reiten. Die nicht so weite Ferne zumindest dieses Mal. Und ich hoffe nach wie vor, dass wenn wir nach Hause zurückkehren. Hier draußen ist aber auch jedes Mal eine Schlacht, oder? Na, ich will den da markieren, liebes Spiel. Den da. Wieso habe ich denn keine... Hertha? Was bist denn du für einer? Bin mir nicht so. Sag mal. Also ich habe immer das Gefühl, egal wem wir hier helfen, das kann nur schlimm ausgehen. Ja. Riftareus im Dorf Düme. Okay. Anderes Dorf. Oder Heimat. Immer wirklich sehr nette Quests hier. Sehr kurz gehalten. Corvus, Bewegung! Eigentlich einen richtigen Weg da hoch. Ja, wir müssen irgendwie dahin. Komm schon. Ich weiß noch nicht, ob das vom Dorf ausgeht. Komm schon. Ich sag mal so, wenn wir hier hochgehen. Zwischen diesen ganzen halb gefällten Bäumen durchbogen. Das ist kein Weg. Ella! Und los. So einfach da durch, Pferdchen. Meine Güte. Na los. Cassandra. Darius. Du warst nicht gerade leise. Das habe ich auch nicht versucht.
Schön, dich zu sehen. Sie haben dich vermisst. Du weißt, ich wäre nirgendwo lieber als hier. Abenteuer ziehen Menschen wie uns an. Persien war so lange mein Schicksal. Es gab nichts anderes für mich. Eltern sind nicht allein ihrem Ehrgeiz verpflichtet, sondern ihrer Familie, Cassandra. Wie geht's meinem Sohn? Oh, er schwebt in Gefahr, Cassandra. Er wird vermisst. Was? Oh, sie spielen Verstecken. Mal wieder. Weißt du, das war auch Natakas Lieblingsspiel, als er in Elpidios Alter war. Wie geht es ihnen? Sie gewöhnen sich daran, an einem Ort zu sein. Das ist schwerer, als du denkst. Gibt es Neuigkeiten vom Orden? Nichts, nicht ein Wort. Nach dem Scheitern des Orkans ist es still um sie geworden. Und das bereitet mir Sorgen. Ist Elpidios da, wo er immer ist? Er liebt den Strand. Finde deinen Jungen. Ich finde ihn immer. Nach dir, Darius. Komm, zum Strand geht es hier lang. Oh Gott. Du bist noch immer schnell, Darius. Vielleicht wirst du nur alt. Hey. Ich habe mich mehr lodernden Flammen, Pfeilhageln, die den Himmel verdunkelten, wilden Bestien, schneidenden Klingen gestellt als Herakles. Aber das ist nichts im Vergleich zum Elterndasein. Es ist eine andere Art der Schlacht. Du schaffst das, Cassandra. Alles wird gut. Wo könnte Elpidios nur sein? Elpidie! Puise! Martha wird dich gleich finden. Elpidios planscht gern im Wasser. Ich frage mich, ob mein kleiner Krieger hier ist. Ich schätze nicht. Wo ist mein Kleiner? Wo ist mein Sohn? Ein Zelt. Ich erinnere mich an eine Nacht im Zelt, als wir die Sterne beobachteten. Da muss er sein. Och nein. Elpidios versteckt sich wirklich gut. In diesem Schiffswrack hätten Elpidios und sein Vater Platz. Ich sollte mich dort umsehen. Aha! Hab ich dich? Oha! Deine Martha ist eine mächtige Söldnerin. Sie kann dir sicher viele Abenteuergeschichten erzählen. Vergiss nicht, sie für ihren heldenhaften Einsatz zu entlohnen. Die übliche Bezahlung. Willkommen zu Hause. Ich habe dich vermisst, Liebster. Euch beide. Wie geht es unserem kleinen Krieger? Du hast sicher wieder Abenteuer erlebt, was? Ein Kyklop? Oh nein! So viele Athena hast du besiegt? Beeindruckend. Tja, so klein und schon so mächtig. In den Schatten. Hör auf! Wie fühlst du dich?
Sicher. Ich fühle mich sicher. Entspannt. Abgesehen davon, dass unser Krieger immer hungriger wird. Der kleine Gierschlund. Dareios hat mir eine Einladung zu einer Feierlichkeit gesandt. Wir dachten, es wäre Zeit für ein kleines Familienfest. Und es wäre kein Familienfest ohne ein großes Festmahl. Elpidios und ich bereiten den Eber zu, nicht wahr? Ach, dafür war der. Eber, das erinnert mich an etwas. Cassandra und ich besorgen ein paar Meeresfrüchte. Wir werden ein Feuer bei der Klippe schüren. Dann bis später, mein kleiner Krieger. Komm, Cassandra. Es ist lange her, dass wir Zeit nur für uns hatten. Achso, klar. Jetzt ist eine Eroberungsschlacht verfügbar. In out of nowhere. Dareios ist glücklicher, seit Elpidios da ist. Enkelkinder haben einen mysteriösen Einfluss auf Menschen. Aber es überrascht mich, dass du das hinter dem Bart erkennst. Komm schon, komm. Was glaubst du wirklich, Elpidios, wenn er mal groß ist? Du meinst, ob er der Familientradition folgt und eines Tages als Söldner durch die griechische Welt streift? Es ist kein schlechtes Leben. Ich habe ein Boot. Man könnte sogar sagen, ein Schiff. Er wird, was immer er werden will. Vor allem aber wird er immer unser Sohn sein. Ein schönes, ruhiges Fleisch. Die Becken haben die perfekte Größe für Elpidios. Muscheln sammeln. Okay. Können wir eigentlich auch wieder. Oh, wir können sowas auch wieder machen. Sehr schön. Läuft er uns jetzt nur hinterher? Dass es Muscheln gab. Okay, wo haben wir denn noch sowas? Ich habe erst gedacht, das ist so eher sowas wie eine Fischreuse, aber... So Zeit mit dir zu verbringen ist... Es ist wunderbar. Finde ich auch, Cassandra. Ja. Findest du, Elpidios kommt mehr nach mir oder mehr nach dir? Er sieht gut aus, also eher nach mir. Ganz sicher. Du hast vermutlich recht. Okay, das war noch immer nicht die letzte. Ich frage mich gerade, welche wir übersehen haben von diesen. Sind hier hinten überhaupt noch welche? Guck noch mal ein bisschen. Aber hier ist, steht auch schon nicht mehr Erkundungsgebiet. Die haben wir. Die haben wir, die haben wir. Hier kommt, hoch, oh Gott, was eine Riesenwelle. Hier kommt auch nichts mehr.
Ja, hatten wir die nicht schon? War das nicht die allererste? Das sollte für unser Fest mal reichen. Ich hoffe, du hast noch welche übrig gelassen. Lass uns zurück zur Klippe gehen, bevor Vater zurückkommt. Ich will dir noch etwas zeigen. Die Klippe ist hier entlang. Seit Elpidios da ist, haben wir nicht mehr viel Zeit füreinander. Der Kleine braucht viel Aufmerksamkeit. Das hat er von seiner Mama. Die Aussicht ist einfach atemberaubend. Du sagtest, du wolltest mir etwas zeigen? Vielleicht. Spann mich nicht auf die Folter. Wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß immer noch, was dir gefällt, was? Es war schön. Aber deswegen habe ich dich nicht hierher gebracht. Ah. Ich brachte dich her, um dir das zu zeigen. Das sieht nach einem Amulett aus. Meine Mutter gab es mir, als ich noch ein Kind war. Sie sagte, es wird dich beschützen. Möge es dich durch jeden Sturm geleiten. Sie hatte recht. Es hat dich zu mir geführt. Ich wünschte, ich hätte sie kennengelernt. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Natakas! Und lass mich raten, am Ende ist es die Schuld, dass er dieses Ding weggeworfen hat, dass jetzt eine Flotte Perser kommt. Ah. Ich warte nur auf diesen Breaking Point, wo das hier alles zusammenbricht. Oh Gott. Ich werde weder dich noch Elpidios enttäuschen. Du hast mein Wort. Ich weiß. Da kommt er. Da kommt mein großer Mann. Elpidios hat Hunger. Nun, er hatte einen ereignisreichen Tag mit Großvater Dareios. Komm schon, Natakas. Elpidios kann ruhig etwas länger aufbleiben. Er muss schlafen. Er hatte heute schon genug Spaß. Ich sollte dich begleiten. Wir kommen zurecht. Sag tschüss, Elpidios. Oder so. Vermisst du das aufregende Leben eines Vagabunden? Oder genießt du dein ruhiges Leben? Es ist zu ruhig. Ich habe mich so an das Knurren der Wölfe und das Klirren der Klingen in der Dunkelheit gewöhnt. Die Eme ist zu ruhig.
Kannte da gerade jemand im Hintergrund? Genießt du es, Großvater zu sein? Kinder sind wunderbar. Aber eine Liebe, die so tief geht, ist furchteinflößend. Verwöhn ihn nicht zu sehr. Zu spät. Das ist es, Dareios. Ein einfaches Leben. Oh oh. Dareios! Lauf zum Dorf. Sofort. Los! Shit. Keine Sorge, ich komme. Martha ist auf dem Weg. Elpidie, halte durch. Elpidie! Elpidie! Wo ist... Hat jemand meinen Sohn gesehen? Los. Sie lassen sie verbrennen! Athabanos, Cassandra. Willkommen zu Hause. Orontas? Du bist ein Mitglied des Ordens. Er ist der Orden. Amorges. Ich habe dir vertraut, dir geholfen. Mein Freund, es ist viel zu lange her. Wir waren Bewahrer, Amorges. Helden des Volkes. Das ist Unrecht. Es ist notwendig. Mir macht dies keine Freude. Ich musste dich einfangen, Cassandra. Hinter dir bin ich her. Hinter dir und deiner Blutlinie. Du legst keinen Finger an sie! Cassandra, lauf! Geht ihr verdammt nochmal aus dem Weg! Wer noch? Hä? Kommt schon! Bringt mir eure Knochen! Oh Mann. Ich hab's so sehr befürchtet. Komm schon. Schneller, 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 schneller. Bringt Elpidios weg! Wir gehen zusammen. Nein. Ich sorge dafür, dass euch der Orden nicht einholt. Es sind zu viele. Du musst das nicht tun. Wir haben dafür jetzt keine Zeit. Denkt an euer Kind. Ich liebe dich, Natakas. Vater. Komm zurück zu mir. Beschütze sie. Versprich es mir. Versprochen. Lauf! Dachtet ihr, ihr überlebt einen Angriff auf mein Zuhause? Ich werde euch alle umbringen! Ah!
Der ist sehr weit vorausgerannt. Sind hier noch so komische Zeichen? Sind das hier auch noch Wachen? Niemand greift meine Familie an! Keiner entkommt! Keiner überlebt! Du bist ja da so weit unten. Okay, das sieht gut aus. Da leben noch Menschen. Cassandra, schnell! Steig in das Boot, schnell! Das hat ein paar Löcher. Komm zurück zu uns. Ach, das kleine Boot waren die, glaube ich, oder? Wo ist die Adlerfrau? Und das Kind? Ihr seid zu spät. Oh no. Hinter mir seid ihr her. Nun, hier bin ich. Oh, ihr habt einen Sturm entfesselt, liebe Freunde. Ihr habt einen Sturm entfesselt. Was? Pfeile! Pfeile, Luke! Du bist da jetzt ein neuer. Okay, wir kommen das Schild nicht durch. Das machen wir ungewöhnlich neu.
Meine Güte, jetzt übertreibt es meine lieben Freunde, ey. Jetzt stirbt doch endlich. Aua. Wie mit euren Pfeilen, ey. Meine Güte, ne. Hast du ihn gesehen? Nein. Der Strand. Bitte sag mal, dass der Vater mit dem Sohn weggesegelt ist. Natakas! Hilf dir! Hier waren wir doch gerade erst. Ach Mann. Oh mein Liebster. Oh nein. Natakas. Natakas. Ich bin hier. Bitte. Bitte nicht. Bitte. Lass mich. Du hast versprochen, sie zu beschützen. Du hast versprochen, dass ihnen nichts passiert. Wieso ist er denn nicht weggesegelt? Wir sind bis zu ihm gerannt, hatten ihn befreit und dann bleibt er da einfach hocken und wartet? Och, Mann. Wir wollen das Kind? Wegen der Blutlinie brauchten sie das Blut, die DNA vom Kind? Hat der Kult das Kind entführt? Irgendwie sowas jetzt wieder? Ach, nee. Ich hätte bei ihnen sein müssen. Es ist meine Schuld. Meine Schuld. Also ich habe schon erwartet, aber ich habe es nicht. Also ich habe bis zum Ende gehofft, dass es nicht passiert. Wir sollten für unsere Vergangenheit zahlen, für unsere Fehler, aber nicht unsere Kinder. Keine Spur von Elpidios. Aber er lebt noch, Dareios. Ich weiß es. Wenn der Orden ihn hat, können wir ihn finden.
hast schon mal geliebte Menschen verloren. Wie? Wie hast du das überlebt? Wer sagt, dass ich überlebt habe? Ich danke dir für alles. Jeden wunderbaren, schmerzhaften und schönen Moment. Für jeden Moment, den ich bei dir war. Ich liebe dich, Natakas. Ich finde unseren Sohn. Ich bringe ihn zurück. Vertrau mir. Cassandra, bei den Göttern, es tut mir leid. Das ist das Werk des Ordens. Die Waffen, die sie mitbrachten, würden selbst Ares beeindrucken. Es gibt nur einen Ort in der griechischen Welt, an dem so etwas hergestellt wird. Messenien. Sie kamen unseretwegen, meinetwegen. Wenn der Orden in Messenien ist, dann gehe ich dorthin. Ubisoft präsentiert das Vermächtnis der ersten Klinge. Episode 3. Blutlinie. Ein Aufmarsch in Feuer. Alle Hinweise entdeckt, Ordesen Ältesten. Ja, wunderbar, wir können da wieder einen aufdecken, richtig? Ich habe sogar hier einen aufgedeckt, den können wir nochmal zum Schweigen bringen, wa? Wir haben einmal hier. Es werden immer mehr hier erinnert sein. Okay. Alles hat seinen Platz und seine Ordnung. Das ist ein universeller Grundsatz, den niemand verändern kann. Pythias, der Architekt. Pythias sah den geschundenen Mund des Mannes, seine Zähne, ungleichmäßig nach den Schlägereien des Foltermeisters. Als Amorges wichtigster Planer waren ihm Gleichgewicht und Ordnung am wichtigsten. Dass er im falschen Raum gelandet war, war nicht wichtig. Dass der Mann schrie, als Phidias ruhig einen Metallmeißel nahm und mehr Zähne entfernte, lecker, ebenso unwichtig. Das Einzige, das zählte, war, dass die Zähne jetzt gleichmäßig waren. Okay, yummy. Ozeane mögen weit wie die Welt sein, doch bislang konnte es niemand mit mir aufnehmen. Nestor, der eindrucksvolle Orden des Sturms. Der Wind peitschte über sein Gesicht, sein Bart weiß von Meeressalz. Nestor brüllte seinen Siegesgeschrei in den Sturm hinein. Noch ein vernichtender Gegner sank in die tiefen, dunklen Wellen der Ägäis. Nestor hatte seine gesamte Jugend damit verbracht, die Ozeane der griechischen Welt unsicher zu machen. Doch mit jedem Sieg verlor er einen Teil seiner Gefühle. Da sprach der Orkan zu ihm, von Ruhm der griechischen Kriegsschiffe und von den Plänen des Ordens. Kein anderer ließ sich von ihnen so schnell überzeugen wie er. Okay.
Und der Stoßzahn von Persien. Für jede Seele, die in Frieden lebt, mussten andere sterben. Das ist der einzige Weg. This is a way, ja. Amorgis, der Stoßzahn von Persien. Als sich Amorgis wegen des Schicksals von Artaxerxes gegen seinen Freund Dareios wendete, war er sich absolut sicher. Bei dem ersten Tod, den er befahl, war es fast ebenso. Dann folgte der nächste und der nächste. Die folgenden Jahre waren so befleckt mit notwendigen Toden, dass er sich nicht länger an alles erinnerte. Am Ende nun hatte die Gewissheit ihn verlassen. Der Frieden war vielleicht gewahrt, doch Amorgis war verloren und zu müde, als dass es ihn kümmerte. Okay. Ja, Freunde. Mit etwas traurigen Gefühlen müssen wir dann aber leider Gottes abgeben an die Zukunft, an die nächste Folge, nämlich um genau zu sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne kommentieren, abonnieren, liken. Schaut auch gerne bei uns auf dem Discord vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ja, macht's gut, ne? Hummel, Hummel, Osmos.